Wer mag sie gewesen sein? Die Frau, die im Haus eines Aussätzigen Jesus gesalbt hat? Eine vornehme Dame, die es sich leisten konnte, aus ihren Besitztümern eine Kostbarkeit besonderer Art auszuwählen? Gewiss nicht. Eher ein armes Weib, das die letzten Pfennige sammelte, um dem Mann, in dessen Zügen sie schon das Antlitz eines Sterbenden erkannte, als freundliche Totengeleiterin dienlich zu sein. Ja, es könnte sogar sein, dass diese Frau, wie in anderen Evangelien beschrieben, eine Sünderin war, preisgegeben von den Reinen und Feinen und gezeichnet als Dirne. Zu Jesu Gefolgsschar gehört nun einmal Menschen, die in der hohen jüdischen Gesellschaft nicht mehr galten als er selbst. Ausgestoßene und Verachtete, die nur durch eine einzige Gabe Menschlichkeit und Würde beweisen konnten. Barmherzigkeit, die ihre Rettung verbirgt am Ende der Tage. Wenn aber der Menschensohn kommt, hatte Jesus in den Stunden vor der Salbung in Bethanien gesagt, der Herr mit all seinen Engeln und sich auf dem Thron seiner Macht niederlässt, dann werden die Völker vor ihm versammelt sein. Und er wird sie trennen, wie der Hirt die Schafe von den Böcken trennt. Zur Rechten die Schafe, zur Linken die Böcke. So wird er sie stellen und wird zu denen sagen, die rechts von ihm sind, kommt zu mir, mein Vater hat euch gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das von Anfang an für euch bestimmt war. Denn ich hatte Hunger und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich hatte Durst und ihr gab mir zu trinken. Ich war heimatlos und ihr habt mir die Tür des Hauses geöffnet. Ich hatte keine Kleider, aber ihr schenktet sie mir. Ich war krank. Ihr habt mich versorgt, ich war in Gefangenschaft, ihr habt mich besucht. Da werden die Gerechten ihn fragen, wir hätten dich hungern und dürsten gesehen und dir zu essen und zu trinken gegeben. Wir hätten den Heimatlosen gesehen und ihn beherbergt, hätten dir Kleider gegeben, dich versorgt und im Gefängnis besucht. Dann wird der König zu ihnen sagen, ich sage euch, und das ist wahr, hier schaut die armen Leute an. Was ihr für einen der Geringsten unter meinen Brüdern getan habt, das habt ihr für mich getan. Eine Frau, die am Rand steht, schuldig vielleicht, aber barmherzig. Und ein Mann, der bald schon einen elenden Tod sterben wird, gefoltert am Kreuz. In Bethanien wird zeichenhaft eine Gemeinschaft sichtbar, die jenseits von Glanz, Ehre, Macht und Ruhm auf der Fähigkeit beruht, den anderen zu helfen, in Fremden die Nahen zu sehen und Trennung durch die Werke der Barmherzigkeit zu überwinden, im Dunkel der Tage, in Elend und Not, der Einsamkeit der Gefängnisse und im Zeichen des Todes. Auf dem Weg nach Golgatha leuchtet in der Finsternis das höchste Gesetz der jesuanischen Verkündigung auf, die Liebe zum Nächsten, in der sich der Glaube bewährt.